Oh. Nein. Nein. Die Brücke ist kaputt. Ich weiß aber auch jetzt gerade nicht, wie ich hier rüberkomme. Bitte was? Und ich bin zu nah gelaufen an ihren Scheiße. Willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Wir haben es hier geschafft, in der Mülltonne zu landen, um uns zu retten vor der Lehrerin. Und ich quatsche jetzt nicht lange rum. Ihr habt euch die letzte Folge bestimmt angeschaut. Und wir machen einfach direkt weiter. Und an dieser Stelle würde ich einmal sagen, das mache ich eigentlich ganz selten, aber an dieser Stelle finde ich es mal angebracht. Abonniert doch mal meinen Kanal. Dankeschön. Wir hauen jetzt einfach mal ab und gucken, wie es weitergeht. Kommst du hier rüber? Ne, der will gar nicht darüber. Der kommt gar nicht rüber. Los, hopp. Jetzt hat er es geschafft. Wir gehen hier einmal weiter. Eigentlich schon lustig, dass wir den Jäger abgeknallt haben, aber die Lehrerin nicht, ne? Also, ist die Frage, kommt sie nochmal wieder, oder? Oh, ein schmaler Balken. Oder haben wir sie jetzt doch wirklich überstanden? Scheint wohl so. Oh. Das sieht nice aus. Also wenn wir jetzt hier noch auf mehr Kinder treffen sollten, dann müsste man die auch immer schlagen lassen. Hier. Oh, wie weggesaugt. So wie bei Dragon Ball, wo Cell immer die Leute weggesaugt hat. Da waren auch noch die Klamotten übrig. Wir müssen hier mal hoch. Offensichtlicher geht's nicht. Erstmal den Wagen ranschieben und den Deckel runter zuzumachen. Ja. Sonst klärt er nur rein und raus. Super. Oh, das war knapp. Na, schafft es? Wow. Die springt wie eine Eins. Die kann das ganz gut. Gemeinsam sind wir stark. So läuft's doch hier. Nochmal so ein Schacht. Kommt der Kopf jetzt nochmal? Wäre echt übel. Oh. Klopapier. Ein Fenster offen. Na dann, wer macht denn sowas? Was ist das jetzt hier? So eine Art Krankenhaus oder? Ne, ein Gefängnis würde ich behaupten, ne? Oh. Geht keiner. Da sitzt einer am Stuhl. Ob der nachher irgendwie von uns losgeht? Wer zu sagen. Ist euch mal was aufgefallen? Ich bin noch nicht einmal gestorben. Aber man sollte niemals den Tag vor dem Abend loben, ne? Wer weiß. Das sieht ja lustig aus mit den ganzen Betten, die hier so rumhängen. Das war Nummer 1. Da habe ich jetzt gepennt. Ich dachte, wir müssen es runtertrampeln. Oder runterspringen, also raufspringen, damit es runtergeht. Aber nein, nichts dergleichen. Komm, raus da. Mhm. Oh, interessant, interessant. Und Versuch Nummer 2. Uiui. So, das haben wir auch geschafft. Das ist doch, ist das ein Krankenhaus oder ein Gefängnis? Ich bin irritiert von den ganzen Gittertüren. Ja, noch ein paar Blutspuren.
Ach du Scheiße. Oh, nicht schon wieder. Oder ist das eine geschlossene Anstalt? Ich weiß es gar nicht. Es wirkt zumindest so. Und wieder haben wir diesen Fernseher entdeckt. Okay. Jetzt haben wir es. Oh, wieder in diesem Gang wie zum Anfang des Spiels. Als wir das erste Mal den ersten Fernseher gefunden hatten. Komm, komm, komm. Er läuft aber ziemlich langsam. Zeitlupe. Oh. Au. Six und holt uns jedes Mal da raus. Kann das sein? Der rettet uns jedes, oder sie rettet uns jedes Mal davon. So kopflos, kopflos. Aber hier hat davon jemand geschnarcht. So, hier müssen wir, glaube ich, ganz schön viel machen. Ja, passiert nichts. Okay. Wieso haben die alle keine Köpfe? Warte mal, Taschenlampe vielleicht? Oh. Okay. Der sieht aber aus, als würde der am Leben sein, irgendwie. Aber kann uns nicht sehen. Okay. Der hat einen Schlüssel. Und? Wie kriegen wir jetzt den Schlüssel? Aber ich krieg zum ersten Teddy genommen. Wie kommen wir jetzt den Schlüssel ran? Der hat doch den verdammten Schlüssel, der Teddy. Haben wir den irgendwie auf? Nee. Und jetzt? Er hat auf jeden Fall einen Schlüssel in seinem Körper verschlungen. Na. Alles komisch. Und wieso nimmt City Ente mit? Das verstehe ich nicht. Oh, es geht nach unten. Einen Teddy will ich mal nicht mitnehmen, weil das mir ein bisschen zu nervig gerade ist mit dem. Hier liegt ein Fuß, ein Bein besser gesagt. Und? Ah, alles klar. Oh, jetzt müssen wir warten, bis das fertig ist, dann können wir den Teddy da reinschmeißen. Und mal gucken, ob wir den da reinkriegen. Nein, nicht du. Ey, raus da. Brenne. Wollte sie uns einfach quasi damit einen Hinweis geben, dass wir einfach so den Teddy nehmen sollen? Wir gucken mal jetzt ihre Ente ab. Mal gucken, was dann passiert. Nix, nur Asche. Oh. So ein Krematorium, so ein kleines. Und wieder hoch.
Und was hinter der Tür ist, werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Nein, Spaß, immer noch ein bisschen weiter. Ist doch noch gar nichts passiert hier. Ach du Kacke. Hätte ich doch vielleicht ja beenden sollen und in der nächsten Folge mich darauf einlassen sollen. Oh, hängen hier Beine runter. Puppen. Das sind Puppen alles, ne? Warte mal. Ach, so will er das machen. Ah, hier. Okay. Und hoch. Oh, scheiße. Wo ist Six? Oh, nein. Also die Hände waren wurden jetzt gerade lebendig. Es bewegt sich einiges hier. Oh, es ist eklig. Da bewegt sich ein ganzer Haufen. Uah. Eine echte Hand, ne? Das ist keine Puppenhand. Die sieht echt aus. Uah. Mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Hau ab. Okay, kommen wir nicht weiter? Nein. Voll ins Gesicht gesprungen, diese ekelhafte Hand. Okay. Uah. Hoch da? Ist da die Frage, wo müssen wir denn jetzt lang? Einfach hochklettern? Ja, hier müssen die hochklettern. Na komm, so klar bist du nicht. Oh, was? Okay, jetzt fängt es an, dass ich hier die ganze Zeit verrecke. Oh Mann. So, dann müssen wir einfach gleich mal sprinten. Alter. Also die Hand hoffe ich kriegen wir, sehen wir jetzt nicht mehr wieder. Was haben wir jetzt hier? Oh Gott, ist da noch viel mehr. Okay, die Hand verfolgt uns. Boah. Hoch da. Licht hilft also, und das ist ein Hammer. Alles klar. Haut sie ab. Kommt jetzt. Nein, voll daneben geschwungen. Oh, es ist bitter. Also mit dem Hammer können wir die ein bisschen vertreiben. Mit zwei Hände, ne? Erledigt. Okay. Jetzt haben wir unsere Ruhe vor der blöden Hand. Kannst du noch mehr so ekelhaften Sachen, bitte? Ja, okay, die Kiste müssen wir schieben. Das hätten wir, glaube ich, gar nicht so schaffen können.
Hat sich die Finger zum verkrüppelt, okay. Ich meine, kann sie nicht mal das Ding nehmen für uns? Wäre mal ganz nett. Da war doch irgendwie nur ein Anschluss. Da würde ich sagen, stecken wir das Ganze mal rein. Nicht da, da vorne drüben. Man kann die auch immer wechseln. Die Frage, ob der da irgendwie ruhig bleibt. Immer noch das Gefühl, dass der irgendwie bald erweckt oder aufsteht. Irgendwas passiert mit dem noch. Ja, ich darf wieder. Na super. Nein. Ach du Scheiße. Okay. Lebendige Puppen. Nur in Übergröße. Du Sack. Oh nein. Boah. Ach du grüne Neune. Wie soll man denn das machen, bitte? Wir sind ja voll schnell. So, aber jetzt würde ich sagen, wir machen an der Stelle dann in der nächsten Folge weiter. Jetzt beende ich wirklich die Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dein Bärenkroate, Damir. Mach's gut. Ciao, ciao. Willkommen in der Endcard. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Like da. Ansonsten, wenn dir der Kanal auch gefällt, ein kostenloses Abo dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.